Liebe Zuschauer von Wissensgeist, jetzt habe ich mich durchgeboxt. Ich bin jetzt, vorhin war ich also halt in der Nähe von der Bühne beim A la Bercy. Ich kam leider nicht weiter. Vor mir war eine Wand von Security, hinter mir auch eine Wand. Ich kam mir vor wie bei einer Einkesselung. Und meine Frage war, Herr Bercy, bei Ihrer Rede haben Sie über Verschwörungstheoretiker gesprochen. Was meinen Sie genau damit? Diese Frage konnte ich leider nicht stellen. Nicolas, was glaubst du, was hat er wohl damit gemeint? Ja, ich danke dir, Nicole. Ich denke, Bercy meinte heute die Verschwörungstheorie, dass man gegen dieses Virus alle Grundrechte abschaffen muss und einen autoritären Staat errichtet. Ich denke, er meinte diese Verschwörungstheorie, weil alles andere, wie dass man, wenn man geimpft ist, trotzdem ansteckend sein kann oder Corona bekommt, also einen positiven Test. Wir sehen es bei Joe Biden, der ist ja vierfach geimpft und ist schon wieder positiv. Joe Biden, der immer gesagt hat, get vaccinated, und dann bekommt man das Virus nicht, weil das ist ja alles nun Realität. Also man sagt ja, was vor einem halben Jahr Verschwörungstheorie war, ist heute Realität. Hast du das Gefühl, dass es so eine Kampfansage ist von A la Bercy, von unserem Gesundheitsminister gegenüber der Bürgerrechtsorganisation, Bürgerrechtsbewegung? Wir haben heute gehört, Bercy spricht von Zusammenhalt, niemanden ausschließen, man soll alle Meinungen zulassen. Also genau das Gegenteil dessen, was er in den letzten zwei Jahren getan hat mit seiner Politik. Vielleicht hat er es ja nun gelernt. Vielleicht kommt er dann doch das Zertifikat nicht wieder. Aber wir wissen, am 30. September dieses Jahres wird das Zertifikat um zwei Jahre verlängert bis 2024. Das Parlament wird abstimmen auf Antrag des Bundesrates. Also Bercy hat dem Parlament beantragt, das Zertifikat um zwei Jahre zu verlängern. Jetzt haben wir einen schönen, ruhigen Sommer ohne Zwangsmaßnahmen und wir alle wünschen uns, dass es nie wieder kommt, dass Menschen ausgeschlossen werden. Aber wenn wir die Pläne von Bercy anschauen, war das hier eine schöne Sonntagsrede, die nichts mit der Realität zu tun hat. Ich finde, A la Bercy müsste endlich mal vor die Schweizer Bevölkerung hinstehen, besonders an einem 1. August, sich entschuldigen für das Leid, das er verursacht hat, und zurücktreten. Ich hätte ihn wahrscheinlich gefragt, ob ihm etwas leid tut. Ob es leid tut, so viele Menschen in den Suizid getrieben zu haben, so viele Junge die Zukunft genommen zu haben, so viele Existenzen, so viele Betriebe, die durch die Zwangsmaßnahmen zerstört wurden, ob er das bereut. Ich bezweifle es. Warum ist jetzt gerade eure Souveränitätsinitiative so wichtig? Wir sehen, der Bundesrat hat zwar schöne Reden, er tut dann trotzdem alles, was uns allen schadet. Nicht nur den Ungeimpften, sondern auch den Geimpften und alle Menschen in diesem Land. Die Souveränitätsinitiative, die reagiert nicht, die agiert. Sie verhindert, dass der Bundesrat in Zukunft sich verstecken kann hinter respektive vor internationalen Organisationen wie der WHO, die dann, wie es auch der Tag schreibt, mit dem Pandemiepakt neue Zwangsmaßnahmen anordnen kann, gegen den Willen der Regierung. Wir haben das bei Ignacio Cassis gesehen am 7. Januar in der SRF Arena, dass wer positiv getestet ist, aber in einem Autounfall stirbt, ist ein Corona-Toter, weil dies die WHO sagt. Man nimmt sich immer aus der Schuld, es sind immer die anderen. Nach diesem Muster agiert auch Bercy. Und jetzt liegt es an der Schweizer Bevölkerung, das Heft wieder in die Hand zu nehmen und zu sagen, hier in der Schweiz, der Souverän ist der Chef. Nicht das Parlament, nicht die Justiz, sondern der Bundesrat. Und deswegen ist es so, so wichtig, dass wir alle zusammenstehen für diese Souveränitätsinitiative und diese gemeinsam zustande bringen. Und es spielt keine Rolle, von wem kommt sie? Wer hilft mit? Es geht um die Sache. Und da muss man, weil genau diese Sache größer ist als wir alle, größer als Nicole, größer als ich, größer als Maßvoll, größer als jeder Verein, müssen wir alle zusammenstehen. Und das ist das Wichtigste hier jetzt zu diesem 1. August. Wie sieht eure Stärke aus? Welche Partner stehen dahinter? Von wem wird Maßvoll unterstützt bei dieser Souveränitätsinitiative? Wir haben unzählige Partner, die hier mitarbeiten, zusammen diese Initiative stemmen, Entscheide fällen und gemeinsam an einem Strick ziehen. Ich denke an das Lehrnetzwerk Schweiz, ich denke an Aletheia, ich denke an die Freiheitliche Bewegung Schweiz, ich denke auch an ganz viele andere
auch viele, viele Mitglieder der Verfassungsfreunde. Und die Co-Präsidentin der Verfassungsfreunde, Priska Guanter, hat ja kundgetan, dass die Verfassungsfreunde auch mitsammeln werden. Das freut mich sehr, weil unsere Souveränität braucht jede helfende Hand. Und da müssen auch, natürlich gibt es Menschen in der Bürgerrechtsbewegung, die nicht für die Freiheit agieren, sondern aus Narzissmus, aus Macht, Geilheit und dergleichen. Und ich kann mir vorstellen, dass da es Menschen gibt, die dann nicht mitarbeiten wollen. Und das finde ich schade, weil wenn wir nicht zusammenstehen, gewinnt der Feind und wir verlieren alle unsere Freiheiten für immer. Christoph Blocher hat ja auch vor, eine Initiative zu lancieren, die Neutralitätsinitiative. Und der Artikel 54, was hat der mit eurer Initiative gemein? Wir, wie auch Blocher, haben erkannt, dass der Artikel 54 der Bundesverfassung nicht mehr taugt. Im Hinblick auf die Neutralität und auch im Hinblick auf die Souveränität. Und ich freue mich sehr, dass Christoph Blocher zusammen mit anderen für die Neutralität einsteht und wir für die Souveränität. Ich denke, gerade jetzt stehen alle Patrioten auf, die die Schweiz und ihre Freiheiten lieben. Und dann machen wir eine bessere Bundesverfassung, eine Bundesverfassung, die uns allen dient, die nicht mehr von einem Alabers und dem Bundesrat umgangen werden kann oder ausgehebelt wird von Organisationen wie der WHO. Wie kann man die Souveränitätsinitiative unterstützen? Wie kann man maßvoll unterstützen und ihre Partner? Wir geben Vollgas, wir wollen so schnell wie möglich sammeln. Ich denke, wir können im Oktober beginnen mit den Unterschriftensammlungen und da braucht es jede helfende Hand. Wir werden Unterschriftenbogen auf die Webseite stellen, wir werden in vielen Kantonen und Gemeinden Lager machen, wo man die Unterschriftenbogen abholen kann und da braucht es jeden und jede auf der Straße, die mitsammelt. Aber auch so eine Initiative, die kostet sehr viel Geld. Da sind wir dringend auf Spenden angewiesen, auf Mitgliedschaften, dass man jetzt zu jenen Organisationen kommt, die für die Sache arbeiten. Wie Maßvoll, wie Aletheia, Lehrernetzwerk, Freiheitliche Bewegung etc. Dass wir jetzt alle gemeinsam am Strang ziehen und keine Rolle darf spielen, ob man geimpft ist oder nicht, weil wir alle zusammen müssen am selben Strang ziehen. Deswegen teilt unsere Beiträge, werdet Mitglied, bekennt Farbe, Violett und zusammen erschaffen wir eine bessere Schweiz. Hat Alabers schon sein Versprechen eingelöst, mit dir mal bei einer Zigarre ein Gespräch zu führen? Heute hätte er nun mal so die Gelegenheit gehabt, oder? Nun, dieser Bundesrat besitzt keine Glaubwürdigkeit mehr. Und mir ist es auch egal, ob er jetzt nun kommt oder nicht und reden möchte. Weil er ist und bleibt ein Verbrecher und gehört ins Gefängnis. Wir reden anständig und nett mit ihm, weil wir sind besser. Wir sind besser als diese korrupten Politiker, die Menschen in diesem Land ruinieren. Ich rede mit allen. Und das ist wichtig. Weil die Politiker haben solche Gräben aufgerissen, die müssen wir schließen. Weil sie werden es nicht tun. Sie arbeiten jetzt schon wieder dran, diese Gräben nochmal und noch härter aufzuziehen. Und das müssen wir verhindern. Das haben wir auch, weil der Widerstand wirkt. Dank des Widerstands in der Schweiz hatten wir keinen Impfzwang, hatten wir keinen Zertifikatszwang im öffentlichen Verkehr. Wir müssen weiterkämpfen, anstatt Ferien zu machen, anstatt uns abzusondern in die Parallelgesellschaft. Nein, wir brauchen Demos, wir brauchen Referenden, wir brauchen wieder ein Referendum gegen die Verlängerung des Zertifikats. Und wir brauchen diese Initiative. Und deswegen kämpft mit, alle zusammen. Lieber Nikolaus, vielen herzlichen Dank für deine Worte. Und ich wünsche dir, uns, dem Schweizer Volk, all die lieben Menschen, die in dieser wunderschönen Schweiz leben, einen schönen Geburtstag. Es lebe die Schweiz. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Nicolas Rimoldi von Maßvoll und Nicole Hammer von Wissensgeist TV. Auf Wiedersehen.